Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Jetzt geht's los. Das erste Spiel für Schalke gegen Bocholt in dieser Saison. Lasogga versucht es einfach mal. Haut den Ball rüber und der Bocholter Keeper Lukas Fox mit dem ersten Abstoß und kommt nicht ganz bei Top an. Gefährlich, Lasogga verliert das Kopfballduell gegen Windmüller, holt aber immerhin die Ecke raus. Mit dem Bauch geklärt und das nächste Foul und es gibt Elfmeter für Bocholt. Lasogga kann es gar nicht fassen. Und da werden Glückwünsche ausgeteilt von den Mitspielern. Nicht zu früh freuen, erstmal ist es nur ein Elfmeter. Erstmal nur die Chance. Aber auch die Bocholter Fans feiern natürlich. Für uns, wir sind zwar nah dran am Spielfeldrand, aber das war auch ein bisschen weit weg. Es sah sicherlich nach dem klaren Foul aus. Und Lasogga, der ist auf der falschen Seite. Er schießt nicht, aber er macht seinem Keeper Mut. Und die anderen neun, der Bocholter, der wird es jetzt machen. Malek Fakro. Fakro, und er macht 1:0 für den ersten FC Bocholt per Elfmeter nach 14 Minuten. Riesenjubel der Gäste hier und der Mitspieler. Cool gemacht, den Keeper verladen. Erstes Tor in diesem Spiel. Betröppelte Gesichter bei den Schalkern, die sich den Saisonstart bis hierhin anders vorgestellt haben. Lasogga raus auf Müller. Hat viel Platz. Und da ist der Ausgleich. 1:1. Ja, das kam schon ein bisschen aus dem Nichts, aber der Fehler der Bocholter war, dass Müller nicht angegriffen wurde, die Flanke schlagen konnte, die kam sehr gut. Keke, top ist es mit der 25. Der 19-Jährige in seinem ersten Spiel überhaupt in der Regionalliga West hat jeweils schon einen Kurzeinsatz in der zweiten Bundesliga und einen in der ersten Bundesliga gehabt in den vergangenen beiden Saisons für die Profis. Konterchance für Bocholt. Fakro nimmt Fahrt auf, ist nicht der allerschnellste, aber der Ball verspringt, das könnte ihm helfen. Da ist er, frei vom Tor, kommt zu Fall. Und es gibt den Pfiff und es gibt die rote Karte. Platzverweis nach 42 Minuten. Das tut Schalke 04 jetzt ganz doll weh, aber da gibt es auch keine zwei Meinungen. Keine Wahl für Schiedsrichter Mirkay. Notbremse. Und das tut weh. Ja, kommt gut und das ist das Tor. Das ist das Tor, Brian Kampmann. Was für ein Freistoß. Rechts unten in die Ecke, nicht zu halten für Justin Treichel. 2:1 nach 43 Minuten, unmittelbar nach dem Platzverweis. Es kommt also Doppeldicke für S04. Und die Bocholter Fans jubeln. Das ist richtig übel für die Königsblauen so kurz vor der Pause. Nicht nur einen Mann zu verlieren, sondern auch wieder in Rückstand zu geraten. Ja, oder vielleicht kommt Schalke sogar doch nochmal zurück vor der Pause. Wieder über Müller. Ja, nicht schlecht hier die Aktion. Lukas Fox ist da. Aber das war ein guter Abschluss und auch wieder eine schöne Flanke von Joey Müller. Im Gegensatz zu den zwei Wechseln bei Schalke. Jetzt also gleich Dilda Atmaka. Oh, das war gefährlich. Ziemlich aus dem Nichts und das hätte hier alles auf den Kopf gestellt. Yeah!
Und drin das Ding. 3:1 für den ersten FC Bocholt. Nach diesem Freistoß. Gino Windmüller ist es, der sich bejubeln lässt und ganz unten liegt im Schweinehaufen. In der 64. Minute. Gerade habe ich es noch gesagt, Schalke muss hier möglichst lange darum kämpfen, nicht noch einen Treffer zu kassieren. Und dann ist es passiert. Ja, das war zu locker. Also da muss Bocholt jetzt mit mehr Konsequenz verteidigen. Und da ist er sogar. Geht zu Boden. Und da kommt auch der Pfiff. Und es gibt Gelb-Rot gegen Marc Beckert. Ja, und auf einmal sieht alles ganz anders aus. Jetzt haben wir wieder 10 gegen 10 ausgeglichen. Und haben noch 25 Minuten zu spielen. Jetzt geht es aber erstmal darum, hier keinen Gegentreffer zu kassieren. Und der passt. Niklas Castelle gerade eingewechselt mit dem Anschlusstreffer. 2:3 aus Sicht des FC Schalke 04. Und das Tor war fast eine Kopie von dem 2:1 durch Kampmann vor dem Seitenwechsel. Nur jetzt eben durch das andere Team. Wieder unten rechts in die Ecke. Dasselbe Tor zum 2:3. Und wieder ein Freistoß direkt nach dem Platzverweis. Da fällt ein Schalke im Strafraum, aber das war nichts. Und es geht direkt wieder nach vorne. Kontermöglichkeit für Bocholt. Fakro läuft nicht mit, der kann auch schon nicht mehr. Da ist der eingewechselte Atmaka. Und da ist das Tor. Das 4:2 für Bocholt. Das könnte jetzt schon die Entscheidung gewesen sein. Und alles stürmen los. Die Betreuer, teilweise die Ersatzspieler. Auch die Bocholter Fans drehen durch. Willi Reinke kommt gleich in die Partie. Als vierter Wechsel bei den Bocholtern. Bekommt jetzt vom Co-Trainer noch einige Anweisungen. Und hier will man jetzt natürlich diesen Sieg über die Zeit bringen. Und hat nochmal eine Chance. Und da ist das Ding nochmal drin. Malek Fakro, der bereits zum 1:0 getroffen hatte, per Elfmeter, jetzt auch aus dem Feld. 5:2, jetzt wird es deutlich, vielleicht ein bisschen zu deutlich. Bocholt zerlegt Schalke hier im Parkstadion. Macht spätestens jetzt den Deckel drauf. So, Spieler verlassen hier teilweise schon das Feld. Joey Müller zum Beispiel ist schon raus. So. So, und jetzt, nach sehr langer Diskussion und langem Hin und Her, wird nicht wieder eingeworfen. Das war der Schlusspfiff von Ivan Mirkay. Hat ein bisschen gedauert. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja, alles gut.